Hier, Leben Wrestling. Gecanceltes Frauenstable. Wie aus einem Bericht von Fightful Select hervorgeht, spielte WWE mit der Idee eines neuen Frauenstables. Dies sollte aus den Talenten Vanessa Bourne, Santana Garrett und der kürzlich von WWE entlassenen Chelsea Green bestehen. Die Darstellung des Stables sollte eine Mischung aus den Pussycat Dolls und Charlie's Angels sein. Bourne hatte ihren Call-up zum Main Roster bereits 2020, wurde bisher aber noch nicht eingesetzt. Garrett hatte ihren Call-up ebenfalls in 2020, trat bisher aber nur im Royal Rumble auf. Derzeitiger Status um den Money in the Bank Pay-Per-View. Bis vor kurzem war nicht klar, ob der Money in the Bank Pay-Per-View dieses Jahr wirklich stattfinden würde, da dieser immer direkt nach WrestleMania abgehalten wurde. Nun berichtet Steve Carrier von Ringside News über Twitter, dass der Termin des Pay-Per-Views mit dem von WrestleMania Backlash getauscht wurde. Während Backlash am 16. Mai stattfinden wird, wird Money in the Bank am 20. Juni ausgetragen. Beide Events werden im Thunderdome abgehalten. Stone Cold Steve Austin über Verbleib im Ruhestand. Während eines Auftritts im Talk is Jericho Podcast erklärte Stone Cold Steve Austin, wieso er bis heute nicht aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist. Dort gab er an, dass Vince McMahon versucht habe, ihn zu einem Match zu überreden. Er erklärte, dass er das Business noch immer sehr liebe und es ihn sehr schmerze, es zu verlassen. Austin sagte außerdem, dass er nicht wisse, was er mit einem weiteren Match noch beweisen solle und ob er dem WWE-Universum so in Erinnerung bleiben möchte. Zwei WWE-Superstars wechseln zu SmackDown. Wie Mike Johnson vom PW Insider berichtet, sollen die früheren Retribution-Mitglieder Mia Yim, vielen Fans bekannt als Reckoning, sowie Shane Thorne alias Slapjack zum SmackDown-Brand wechseln. Ob beide unter den jetzigen Namen auftreten werden oder einen Gimmickwechsel bekommen, ist bisher noch nicht bekannt.